Okay. So, und hier würde man jetzt denken, hier ist es ganz schön leer. Vielleicht Unlicht? Vielleicht auch Geiz? Aber es sieht ein bisschen anders aus. Das Einzige, was ich machen muss, ist Ether einsetzen. Okay. Stimmt, wen tue ich nach vorne? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal sagen, maybe wieder mein Starter. Weil ich bisher immer eine gute Idee. Machen wir's mal. Because why not? Ich bin Melanie. Nummer 4 der Top 4. Du heißt Mike? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Okay. Die letzte meiner Top 4. Hübsches Kleid. Melanie mit ihrem Nachtara. Ja, ja. Das Ding heizen wir schön in rein. Ja, ja, genau. Und dann reicht Level 40 noch mit da. So wenig Damage habe ich jetzt aber auch nicht erwartet. Oha. Wie viel würde der Ruckzucki machen? Wahrscheinlich noch weniger, oder wie? Das macht einfach fast genauso viel. Oh, Finte. Finte ist nicht schlecht. Naja. Ich könnte ein bisschen Ruckzucki spammen, actually. Vielleicht setze ich ja jetzt gleich auch den Dreck. Das dauert zu lange. Ja, komm, mach dann Finte. Okay, ich wechsle. Wisst ihr was? Ich wechsle. Das kann Amphigan machen. Mhm. Donnerschlag. Ah, ich muss auch bei Donnerschlag Eva einsetzen. Ich glaube aber, Donnerschlag wird's killen, oder? Nein, ich war ansatzweise. Hopp, los! Was mach ich gegen Nachtara? Was mach ich gegen Ben? Du bist ausgewichen. Und das trifft nicht! Yes! Kopflos und du bist down! Bis dann und tschau! Oh, es lebt noch. Dein Ernst. Und natürlich kann es mich noch verwirren, bevor ich sterbe. Bevor es stirbt. Aber vielleicht werde ich jetzt auch einfach mich selbst schlagen und sterbe. Hm? Okay. Keine 69 stehen haben, nein. Okay. Ach, könnte er auch noch. Ja, ja, cool. Ja, komm an, ja. Ah, ja, ja, ja. Cool. Ja. Nee, wir wollen das. Das darf er nicht killen. Nein, warum auch? Würde ja keinen Sinn machen. Das ist toll. Ach komm! Jetzt greif an! Ja, nicht mehr verwirrt! Und es trifft! Mann! Es trifft einfach! Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich mache aber Ruckzuckhieb. So sieht's aus. Ich habe die Schnauze voll von dir. Meine Güte. Tschüss! Nice, Level 40! Das brauchen wir auch. Mhm. Gengar! Typ Gift. Das ist Typ Gift. Baum, Beedle, Daum, Beedle, Daum. Wen lasse ich da drin eigentlich? Ich könnte Lugia einsetzen. I guess. Vor Gengar habe ich schon ein bisschen Angst. Vor allem Level 45. Mit Gengar sollte man nicht rumalbern. Das Ding hat was auf dem Kasten. Oh, natürlich setzt es Fluch rein. Das habe ich echt nicht erwartet, aber. Ach man. Fluch macht halt das, dass Gengar die Hälfte seiner KP verliert und ich dadurch ständig Schaden nehme. Und ich kann das nicht durch Hyperheiler heilen. Und das ist so lange, bis ich rausswitche. Aber wenn ich nochmal rein switche, ich glaube, dann zieht die. Der zieht der immer noch. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. So, wisst ihr was? Ich wechsle jetzt zu Flamesack. Und dann hoffe ich auf Treffer mit Ruckzuckheb. Was setzt es ein? Oh no, Abgangsbond. Gengar versucht ein beidseitiges KO. Aber weißt du was? Ich heile mich jetzt diese Runde damit. Das ich zähle. Ich weiß nicht, wie Abgangsbond funktioniert, aber ich glaube, wenn ich ein bisschen Zeit lasse, dann. Das vielleicht nicht mehr? Oh, natürlich durch Schlägerparalyse!
Oh, goddammit. Nein, das geht trotzdem nicht. Schlecker, und das macht nicht viel Damage zum Glück, okay. Ach, komm, treff einfach. Abgangsgrund. Oh, verdammt. Ach, ich bin dumm. Das Ding ist doch Geist. Ich mach Normalattacke. Oh, sorry, alle haben es wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt. Mike, bist du dumm? Was sind Normalattacke gegangen? Ja, sorry. Setz einfach Walzer ein. Keine Ahnung, irgendwas. Setz einfach ein, bitte. Greif einfach an. Greif einfach an, bitte. Ich spule jetzt auch fort. Das ist mir so egal. Das ist mir so nervig gerade. Greif an. Geht doch. Bye, Gengar. Holy shit. Kramox. Perfekt. Amphi kann auch mal ein bisschen fighten. Okay. Donnerschlag! Bitte. Donnerschlag! Ist das Ding one-hit? Yes! Ja, Kramox ist nicht allzu gut. Erst mit Kramchef in der vierten Gen. Oh, Giflor. Das passt. Na, wir haben einen Flint. Was ich aber erstmal heilen sollte, habe ich. Wie viel Top-Genesung habe ich? 2. Ich mache mir die lieber für später auf. Dann mache ich jetzt 2 einzelne Runden Heilung. Blättertanz hat eine gute Attacke, aber ich bin Typ Feuer, also müsste es eigentlich fast gar nichts machen. Erstmal trotzdem 20 ungefähr. Verdammt, egal. Egal. Hyperheiler. Ich habe nicht so viele, aber es ist der letzte Kampf. Danach kommt der Champion. Jetzt hat es mehr Damage gemacht. Warum auch immer. Mach mal Flammenrad. Einfach auf. Einfach auf da. Wie viel Damage macht das? 100 Baby? Nee. Leider kein One-Hit. Aber das Ding ist down. So, was wird das letzte Pokémon sein? Was wird das letzte sein? Hundemon! Ding ist Wasser! Das Ding ist Feuer! Wasser ist sehr effektiv. Da tun wir Red rein. Aber ich muss bedenken, wenn ich One-Hitze, wird es wahrscheinlich heilen. Daran muss ich denken, das muss ich bedenken. So. Surfer. Schein. Okay, es macht nicht die Hälfte, es macht fast die Hälfte. Das heißt, wir können einen weiteren Hit tanken, theoretisch. Außer es macht irgendwas irgendwann mehr Damage nächste Runde. Okay, hat er mich erwartet. Ich muss auch erwarten, dass es gleich heilt. Deshalb heile ich mich gleich auf. Warum Volltreffer genau jetzt? Oh, leck mich! Ja, Genesung. Sogar heilen. Dann gucken, wie viel Damage er macht. Wenn ich so viel macht, dann heile ich, belebe ich kurz Garados wieder, damit der Erfahrungspunkte bekommt. Okay, der macht viel zu viel Damage. Der macht viel zu viel. Nochmal Genesung. Verfolgung. Okay. Nochmal Genesung. Okay, gut. Nee, sorry, ich mach das. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Verdammt, wieso machst du viel Damage? Ach komm, mach Kaskade. Mach einfach Kaskade. Wir arbeiten jetzt so viel rum. Na, okay, behalte ich jetzt. Aber ich bin tot. Nein, ich bin tot. Okay. Ich setze mal so lange Melly mal rein. Nicht angreifen. Wir heilen, weil sie wird sie sowieso jetzt heilen mit ihrem Heil-Item. Ich belebe Gara, Red wieder. Red Gara. So. Ja, ja, Trank, da kommt er. Okay, das heißt, sie hat jetzt keinen Trank mehr. Und das heißt, sie können jetzt easy killen. Das heißt, sie wechseln rüber zu Red. Spur ein bisschen vor. Flammenwurf wird uns nicht jucken. Bisschen, verdammt. Warum hat das trotzdem so viel Damage? Na egal. Wir heilen uns voll. Spur ein bisschen vor. Egal.
okay. Und jetzt greifen wir an mit Surfer Air. Yeah. Er ist jetzt einfach kurz im Türschein und ich glaube, ich sterbe dadurch. Ja. Fucking Volltreffer. Jedes Mal dieser scheiß Volltreffer. Ich könnte. Geh nochmal mit Manny rein. Ich dachte mir gerade, vielleicht versuche ich Feuer gegen Feuer, aber. Vielleicht ist das ja eine bessere Idee. Ich setze mir gerade sein. Ich nehme nicht Damage. Okay, nee, das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Versuch mal Feuer gegen Feuer. Ah, nein, Verfolgung. Ja, Verfolgung eingesetzt. Nein, Manny. Okay. Walzer vielleicht, Manny, oder? Ja, das ist effektiv. Das könnte eine gute Idee werden. Ja, Volltreffer macht auf jeden Fall schon mal Damage. Knirscher wird sehr... Ich muss weiter angreifen. Das ist die Attacke von Walzer. Yes! Yes! Heil dir, Walzer! Yeah! Und damit haben wir die Top 4 besiegt! Nun, du bist gut. Das gefällt mir an deinem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil, du weißt, was wichtig ist. Schreit voran, der Champ wartet. Oh, damn. Der Champ wartet schon auf mich. Wir heilen uns dafür komplett auf. So, Leute, das Finale von Pokémon Silber. Aber danach kommt noch die Afterstory, die wir komplett durchspielen werden. Wie bereits gesagt. Ja, das spule ich vor. Das war jetzt zu langweilig, ich schon wieder ab. Na gut, Lugia heil war jetzt vielleicht keine gute Idee. Wir haben 13 Übertränke und ganz viele Beleber. Und ich würde sagen, es ist soweit. Wir speichern nochmal sicherlich ab, ja? Let's go. I'm ready. Ich habe dich erwartet, Mike. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Wir kämpfen gegen Champion Siegfried. Wow. Was? Er ist ein Champion. Okay, wir werden ihn trotzdem vernichten. Diesen Team kennen wahrscheinlich viele. Und das werde ich den ganzen Kampf ab. Nicht mehr skippen. Diese Musik kann man einfach nicht skippen. Deshalb wirst du jetzt erstmal sterben. Bam, 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 bam. Du schöpfst jetzt erstmal bam, bam, bam. Du bist one hit. Nice. Epischer Kampf. Ja, beide sechs Pokémon. Du setzt jetzt schon dein Dragoran ein. Holy shit. Ist das ein Jaxus? Ich weiß es nicht, ich glaube, der hat noch ein Jaggerriss, aber egal, wir müssen es trotzdem besiegen, yeah, yeah. Versuch mal Donnerwelle, mach das Gleiche. Holy shit, warum sind Elektro-Pokémon nicht, ey? Wegen, yes, yes, paralysiert, ba-da-bam-bam. Holy shit, das ist nicht so gut, wow. Alter. One Hit? Oh, Volltreffer. Ja, Überstrahl Volltreffer. Wie viel Glück muss man haben? Okay, das ist gar nicht mal so gut. Da brauche ich einen Top-Belieber, denn das brauche ich ganz dringend, um gegen dieses Ding zu anzukommen. Auf mein Arm. Jetzt muss ich wieder aufladen. Mit Chance habe ich jetzt genutzt und jetzt setze ich Luftstoß ein gegen das
Drachen dich und mach noch mal schon Damage. Der leider bin ich paralysiert, nicht so gut, tut. Nein, 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 ich setz trotzdem Fliegen, Fliegen ein, ein. Wow. Leider treffe ich aber nicht sein Donner, aber dafür auch nicht, das ist sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich habe gerade Angst gehabt. Oh mein Gott, nein! Was für Scheiße! Aber ich bin noch am Leben. Aber ich treffe nicht Scheiße, das ist nicht gut. Versuche es einfach ein weiteres Mal. Und er trifft mal wieder nicht. Ich aber dafür auch nicht. Nicht gut. Nein. Treffen beide nicht. Geile Runde. Ich setz einfach Genesung ein. Ich setz einfach Genesung ein. Du wirst gleich ein kleines Schwein. Was? Okay. Naja. Geh down, Mann. Oder nicht so viel. Ah, das bringt nichts, bringt nichts. War dumm. Nein! Nein, 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 nein. Boah, ist das sehr effektiv. Ich würde sagen, ich switch raus. Bye, bye, man sieht sich. Bye, have a great time. Wir setzen wieder ein und dann hoffen wir auf einen Crit oder was anderes Starkes. Kopfbus, komm, Schreck zurück oder so. Nein, das ist nicht so gut. Nein, genau das wollte ich nicht. Okay, du hast es so gewollt. Singstar ist tot. Nein! Wie, das ist ein Volltreffer. Ich überlebe das, wenn das kein Volltreffer ist, oder? Oh, oh. Ja. Das muss ich aufladen, das Ding. Ich hab's erwartet, dass das passieren wird. Ich hab's erwartet. Mach diese Top-Genesung rein da. Full Heal und Paralyse weg. Noch hat sich das Ding nicht geheilt. Ich weiß nicht, ob es ein starkes Dragoran ist oder ob er noch ein stärkeres hat, aber ich hoffe, das ist das starke Dragoran. Ja, dann ist es jetzt tot! Okay, Level 41. Das brauchen wir. Oh, Lugia auch Level 42? Super. Freut mich. Jetzt werden wir es rausfinden. Hä? Gleiches Level oder bin ich gerade irgendwie ein bisschen blöde? Ist das nicht das gleiche Level? Oh Gott, ich hab Angst. Der Kampf ist doch viel schwerer als ich dachte. Ich hatte eigentlich in Silber nicht so schwer im Kopf wie. Ne? Yes! Perfekt. Okay, auf sicherheitshalber. Hypertrank nochmal reindonnern. Ich nehme jetzt schon über 40 Minuten auf. Alter. Ich brauche einen Äther. Ich brauche einen Äther. Es tut mir leid, ich muss den Äther einsetzen. Natürlich trifft er auch. War ja klar. Nein, nicht Blizzard! Oh, bitte Frieden hier ein, bitte Frieden. Ah, kann ich gar nicht, ich bin paralysiert. Okay. Ich mach kurz einen Hyperheiler. Weil mich die Paralyse auf den Sack geht. Mhm, perfekt. Ich trau mich nicht, Baumwollsaal einzusetzen. Ich weiß halt, ich hab die eingesetzt, ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Hast du überhaupt Damage? Ist das nicht irgendwie so eine. Scheiße. Komm, Flame Sack. Was ist das denn? Feuer ist nicht so effektiv. Ich bin so dumm. Ach, weißt du was? Komm, spam einfach dein Walzer. Greif an! Ah. Komm, spam einfach dein Walzer.
Scheiß auf die Heilung. Ich wollte eigentlich kein Weiß einsetzen, weil mich der nicht heilen kann. Aber jetzt ist mir das so egal. Das Ding geht mir auf die Nerven. Yes! Okay, wir haben die Hälfte seines Teams down, glaube ich. Ja. Aerodactyl. Aerodactyl. Ich glaube, das Ding ist gestellt Flug, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist das, was ich jetzt vermuten werde. Und deshalb wird Surfer sehr schön effektiv sein. Schon mal eine Steinattacke. Was? Alter. Okay. Wahrscheinlich schon Gestein. Yes! Hälfte ist weg! Hälfte ist weg! Mehr wollte ich nicht. Das ist super. Das ist echt super. Okay, ich glaube, ich habe die zwei stärksten Pokémon für ihn jetzt schon down. Und das waren die beiden Dragorans. Ich weiß nicht, ob er noch ein drittes hat. Bestimmt hat er noch ein drittes. Bestimmt. Ich will vorspulen. Das ist besorgweilig, aber ich habe gesagt, ich hole nicht vor. Es bringt nichts. Ich werde so oder so jetzt down. Ich gehe zu Lugia. Auch wenn er paralysiert ist. Ich halte ein bisschen gegen und dann, schauen wir drauf. Okay? Nein. Nein. Machen wir nicht. Okay, dann machen wir das nicht. Amphis hat besiegt. Ich pack mal die Sachen rein. Ich halte Amphi. So, Amphi ist nur wieder am Leben. Er weilt wieder unter uns. War klar, dass sie alle Hyperstrahl können. Wäre das in der Redeleiter, würde es am Ende Hyperstrahl-Serum geben. So einer ist das. Ich opfere Melly. Es tut mir leid, Melly. Du hast tapfer gekämpft, aber wir müssen dich opfern. Amphi ist gerade viel wichtiger. Obwohl, du kannst doch eine einen draufsetzen, oder kannst du nicht mehr? Nope! Zu langsam. Dies ist ein Kampf, der mir nicht gefällt. Donnerschlag! Woo! Yeah! The thing is down! Das gibt es nicht. Der hat drei Dragon. Wenn das jetzt das Stärkere ist. Wenn das jetzt. Oh mein Gott, das ist das. Oh mein Gott. Das war ein Witz vorhin. 47, 47. Jetzt kommt erst ein stärkstes Pokémon. Das war's. Das können wir nicht gewinnen. Was macht Bodyguard nochmal? Wird verschleiert. Was macht das? Oh, das macht das. Oh Gott, der mit der schlau. Ich versuch's erstmal mit Kopf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Oh, ich lebe noch! Es bringt nichts, es bringt alles nichts. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich bin vor allem so underleveled. Ich muss warten, bis Bodyguard weg ist, damit ich Donnerwelle einsetzen kann. Oh, Wutanfall. Gar nicht mal so schlecht, actually. Und doch ist es. Okay, es macht viel zu viel Damage. Ich habe gedacht, das macht viel weniger. Okay, dann ist es doch schlecht. Dann ist es doch scheiße schlecht. Oh, no, no. Ich glaube, Wutanfall macht immer jede Runde mehr und mehr Damage. Kann das sein? Oh, es schwindet. Ich muss Donnerwelle versuchen. Yes, es ist noch. Vielleicht greifst du jetzt mit Wunderangriff nicht an. Wunderanfall. Ah, doch. Egal. Es ist paralysiert. Es ist paralysiert. Wie viele Pokémon sind noch am Leben? Drei. Okay. Oh,
Rauchwolke wäre ganz gut. Wäre sehr hilfreich jetzt. Ein bisschen Rauchwolke spammen. Paralyse und Rauchwolke ist großer Abfuck. Das gefällt mir. Ich bin auch, wir sind beide paralysiert, das weiß. Das ist mir bewusst. Trotzdem rauf da. Das Ding darf nicht angreifen. Und dann gibt es Leute, die sagen, Rauchwolke ist keine gute Attacke. You see this? Sehr gute Attacke. So, ein bisschen gespammt, Genauigkeit sinkt und Paralyse ist oben. Jetzt können wir schnell drauf da. Am Rad. Dumm. Das macht doch nicht so viel. Da wäre sogar Ruzuki stärker. Das versuche ich jetzt mal. Was? Er trifft trotzdem? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, ich nehme noch. Mhm. Ich heile mich lieber. Ich habe Angst. Darf jetzt wirklich nichts riskieren. Alter, die Folge geht so lange. Ich muss. Tut mir leid, ich klicke kurz raus, weil ich muss ganz kurz gucken, ob ich noch Speicherplatz habe. Oh, ich habe noch Speicherplatz. Okay, perfekt. Walzer. Komm, spam mal den Walzer raus. Ich glaube, es ist jetzt das Klügste, was ich machen kann. Yes! Woo! Nein! Er hat eine Top-Genesung! Ich habe einen Top-Trank! Oh nein! Aber warte, Rauchwolke bleibt doch trotzdem noch da, der Effekt von Rauchwolke, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Fall. Das würde... Oh mein Gott! Das würde bedeuten, dass es gar nicht mehr so schlimm ist! Juckt! Juckt! Du bist tot! Du bist weg! Du bist tot! Du bist weg! Yes! Verreck! Ja! Holy! Shit! Das Ding ist down! Level 42! Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet anscheinend! Das war so levelt! Das ist ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz, oder? Oder? Ja, das ist ein Witz. Das Ding ist ein Witz. Weg mit dir! Und damit, Leute, haben wir den Champion Siegfried besiegt und sind jetzt selber Champ! Woo! Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Wow. Du bist sehr stark geworden, Mike. Deine Pokémon haben deine Stärke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Oh nein, alles ist vorbei! Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst! Oh, Mike. Es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Mike! Ein Interview mit dem neuen Champ! Das wird mir alles ein wenig zu laut. Mike, kommst du mit mir? Moment! Wir haben das Interview fast vergessen! Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Mike, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Aber klar doch. Und das war Pokémon Silber, meine lieben Freunde. Mit dabei war natürlich Tomdoto als Flamesack. Ampharos als Amphi. Obot als Obot.
Smobilikat als Melly. Garados als Red Gara. Und natürlich Lugia als Lugia. Und vergessen dürfen natürlich uns selbst nicht. Ohne uns selbst wäre das nicht zustande gewesen. Gesehene Pokémon 179 BS? Wahrscheinlich Gefangene? Oder? 21 Pokémon. Professor als Bewertung? Du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. Bam, bam, bam. Und damit. Ba, ba, ba. Hoffe ich hat's gefallen. Das Let's Play aus über 40 Folgen. Alle 20 Minuten lang. Manchmal auch 30. Und yeah. Und jetzt tanzen wir ein bisschen in den Credits ab. Denn why not? Macht doch Spaß. Ja, Pokémon Silber ist ein richtig nices Spiel, wer hat's gedacht? Ich wünschte, ich hätte damals Pokémon Silber gehabt. Ich hatte damals Kristall. Hab's aber bei meinem Bruder gespielt. Hab ihm immer geholfen, ein paar Pokémon zu leveln. Und dann irgendwann habe ich Blatt Grün bekommen. Und das ist so ungefähr der Einstieg gewesen in mein Pokémon. Also mein Pokémon-Fan. Mein Einstieg auf jeden Fall zu Pokémon. Mit Kristall und Blatt Grün. Und ich muss ehrlich sagen, Pokémon Silber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem irgendwann mittendrin habe ich mein Kommentar noch ein bisschen geändert und das hat auf jeden Fall noch dazu getragen, dass das Let's Play besser geworden ist, wie ich finde. Und ja, ich mag die Credits hier. Alles in allem, ich würde persönlich lieber Hard Gold Soul Silver spielen, also die Remakes. Aber wir spielen hier Silber, bis es Gold, das ist ziemlich ähnlich. Welches halt auch schön den nostalgischen Faktor mit sich bringt. Den viele von euch vielleicht auch fühlen. Ich fühle ihn auch ein bisschen. Weil ich habe ja Kristall gespielt und Pokémon Silber und Gold sind sehr ähnlich wie Kristall. Und damit danke an Game Freak, dass sie damals ein so schönes Spiel gemacht haben. Ende. Fragezeichen. Müsste jetzt eigentlich noch stehen, weil wir machen noch weiter, sonst wäre ich noch nicht vorbei. Das Display ist noch nicht vorbei. Denn ab der nächsten Folge gibt es die Afterstory. Ich sehe euch da. Ansonsten. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein.